Ich freue mich, dass wir den Chefkommunikator der Otto Group hier heute Abend zu Gast haben in Leipzig, Herr Thomas Vogt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Vogt, viele technische Bedingungen haben dazu geführt, dass sich die Kommunikationsbranche extrem gewandelt hat in den letzten Jahren. Welche Auswirkungen hat das auf deutsche Unternehmen? Ich glaube, insbesondere das Internet wird einen fundamentalen Wandel, insbesondere in der Unternehmenskommunikation, nach sich ziehen. Die traditionellen Grenzen zwischen dem Unternehmen und der Außenwelt werden verschwimmen, schon allein deswegen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sozialen Netzen kommunizieren und umgekehrt die sozialen Netze wiederum das Unternehmen in die Probe stellen. Das fordert von den Unternehmenskommunikatoren ganz neue Qualitäten. Glauben Sie, dass viele Kommunikationsabteilungen deutscher Unternehmen den Wandel verschlafen oder ist es tatsächlich gut, dass sie sich zurückhalten? Also beides. Ich glaube, dass das Internet riesige Chancen, aber auch riesige Risiken birgt. Bedeutet erstens, dass jedes Unternehmen, und das ist ein Muss, beobachtet, was im Internet und in den Social Media Rooms über das Unternehmen und über die Leistungen und Produkte des Unternehmens gesprochen wird, was für Aussagen gemacht werden, und zwar im klassischen Sinne der Krisenminimierung. Auf der anderen Seite ist es die Frage, inwieweit Unternehmen sich sozusagen aktiv in Social Media Groups mit diesen auseinandersetzen oder aktiv werden. Das ist in der Tat eine Frage, die man von Fall zu Fall beantworten muss und nicht einfach pauschal sagen muss, jedes Unternehmen muss meinethalben twittern oder so, sondern das sollte man von Fall zu Fall sehr genau prüfen und dann entscheiden. Was denken Sie, muss man als Kommunikator unter diesen Bedingungen alles können? Also ich glaube, das, was immer schon galt, dass Kommunikatoren wach sein müssen. Und die Wachsamkeit und das Mitgehen ins Leben, im Leben stehen und mitbekommen, was im Leben ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Rezept. Das Zweite, was ich glaube, was in Zukunft wichtiger wird, ist, auch einen gewissen Wertekanon zu vertreten und zu fragen, wofür stehe ich eigentlich? Und welches Unternehmen suche ich mir oder welche Aufgabe suche ich mir, mit der ich dann rangehe? Und das Dritte ist, heutzutage spielt die Technik und die Technologie, wenn man es mal hochtrabend sagt, eine so eminent wichtige Rolle, dass es unabdingbar ist, neben Sprachen und allen anderen Fertigkeiten, insbesondere, ich sag mal, kurz gefasst in der Blogosphäre sich auszukennen und dort sich bewegen zu können, halte ich für eine dritte wichtige Voraussetzung. Singt und twittert ein Thomas Vogt privat? Nein, das tue ich nicht. Ich tue es auch bewusst nicht. Aber ich weiß schwer Bescheid, was in diesen Räumen los ist und was da abgeht. Und in der Tat, ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich blogge. Das ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Aber auch da werde ich mich wahrscheinlich noch öffnen müssen. Also es gibt noch Wandlung und Bewegung, auch noch bei mir. Bisher mache ich das nicht. Ja, damit bedanke ich mich für das Gespräch und für die Einsichten und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Danke Ihnen auch.